der Anfangsschnipsel hat gefehlt. Und jetzt zeige ich euch mal kurz, wie das aussieht, wenn ich ein Thumbnail machen möchte. Viel Spaß damit und das Video kommt direkt im Anschluss. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein anderes Video und zwar stelle ich euch meine Laufschuhe vor. Ja, ich hatte eine Corona-Aufboosterungsimpfung, das heißt Sport fällt erstmal aus, deswegen bin ich nicht joggen gegangen. Und dann dachte ich mir, weil auch in den Kommentaren mal geschrieben worden ist, dass es schön wäre, wenn ich mal auf meine Schuhe eingehen würde. Und das mache ich jetzt damit, also nutze ich das damit. Fangen wir an mit diesem Schuh. Das war mein allererster Laufschuh. Den hat meine Frau mir gekauft. Als ich angefangen habe zu laufen, bin ich mit meinen Fußballschuhen laufen gegangen. So Multinoppen, hat wunderbar funktioniert. Und das war mein erster Schuh. Jetzt zeige ich euch kurz den zweiten Schuh. Ein Essex-Schuh. Ich gehe gleich noch näher drauf ein. Der dritte Schuh war auch ein Essex. Die anderen beiden habe ich nicht mehr, die sind schon viel zu alt. Dann habe ich die Marke gewechselt, bin auf New Balance gegangen. Zu dem Schuh, den stelle ich als letztes nochmal vor, weil da gibt's, möchte ich mehr zu erzählen. Dann wieder ein New Balance Schuh. Und natürlich noch ein. Zack, zack, zack. Okay, nochmal kurz von vorne. Ich bin vorher mit Fußballschuhen, Multinoppen laufen gegangen. Meine Frau hat dann gesagt, okay, du brauchst andere Schuhe. Ist sie einfach mal in den Laden gegangen und hat mir Schuhe gekauft, die zum Laufen geeignet sind. Ja, gemacht, getan, angezogen und habe dann angefangen, meine ersten Kilometer zu laufen. Eher schlecht als recht. Der Schuh hat seinen Sinn oder seinen Zweck erfüllt. Ja? Er war gepolsterter als mein Fußballschuh. Aber bei meiner Gewichtsklasse, und ja, ich war ein paar Kilo leichter, war der dann auch schnell durch, ja, und als totaler Laufanfänger weiß man noch nicht so genau, auf was man da achten sollte oder sonst. Zack, das Internet gewählt und geguckt, wo kann ich mir Schuhe kaufen, wo hole ich mir Beratung von Leuten, die es können, und bin in Essen auf einen Schuhladen gestoßen, der heißt Bunnert, und kaufe da seit Jahren jetzt meine Schuhe. Ich bin damit sehr zufrieden und die Kundenberatung auch mega. Also ich persönlich habe gar keinen schlechtes Wort darüber zu verlieren. Da ist eine Laufbahn, da zieht man den Schuh an, dann läuft man, dann filmen die von hinten und da kann man sehen, ob man so eher einknickt oder wegknickt, ob man stabil im Schuh ist, und die nehmen sich immer richtig viel Zeit dafür, dass man auch den passenden Schuh für sich findet. Also bisher bin ich davon sehr begeistert, kann ich euch empfehlen. Ja, und dann bin ich in diesen Laden gegangen und habe mir meinen ersten Schuh gekauft, den ich ja leider nicht mehr habe, mein ersten Essex-Schuh. Gel Fortitude, glaube ich, heißt der. Punkt, Punkt, Punkt. Weiß ich leider nicht mehr. Und habe den angezogen und ich bin wie auf Wolken gelaufen. Das muss man wirklich sagen. Ein Laufschuh ist enorm wichtig. Besonders bei meinem komischen Krüppel, Skifuß, alles, was es gibt, glaube ich, hat mein Fuß. Und plus die Masse, die da drauf knallt, ist ein Laufschuh für dickere oder schwere Menschen, glaube ich, sehr entscheidend, um diesen Sport auszuüben. Und ohne Beratung weiß man es halt nicht. Nachlesen kann jeder, aber eine Beratung ist immer ganz gut. Ach, noch kurz zu erwähnen, die Leute, die bei Bunnert arbeiten, das sind auch größtenteils oder fast alle, glaube ich, Läufer. Also wirklich Läufer, die können auch erzählen, was sie laufen und Erfahrungswerte. Und das ist immer auch mal schön zu hören. Auf jeden Fall habe ich den dann angezogen und bin meine ersten Kilometer gut gelaufen. Ich glaube, mit den Schuhen habe ich auch meine ersten 10 Kilometer gemacht. Und da war ich auch völlig am Ende. Aber es war so weich. Es war ein mega geil. Man ist losgelaufen. Man muss sich daran gewöhnen, dass es weicher ist. Aber es tat nichts weh. Ja? Die Gelenke haben super mitgemacht und weiter und so fort. Dementsprechend war das klar. Laufschuhe muss ich das Geld für investieren. Ich kaufe sie auch lieber in einem Fachgeschäft. Ich könnte sie bestimmt auch billiger im Internet finden. Aber ich finde, eine Beratung ist immer ganz gut und zur Unterstützung des Laufsports. Und gut, dass es so Läden gibt, dass man, wenn man auch nicht so viel weiß darüber, immer in ein Fachgeschäft geht. Finde ich persönlich. Naja, kommen wir zum zweiten Schuh. Den habe ich noch. Dritten Schuh dann. Auch ein Essex. Ja. Im Laden wunderbar sich angefühlt. Konnte mich gar nicht beschweren, bin losgelaufen, war toll. Ich bin die ersten Kilometer auf Asphalt gelaufen und so und ich habe irgendwie ein Zwicken in der Wade gehabt. Und irgendwie hat es dann doch nicht so ganz hingehauen. Und ja, der war dann leider, auch wenn man ihn im Laden anprobiert hatte,
dann nicht im normalen Laufen draußen für mich dann der geeignete Schuh. Was ganz gut ist bei Bonat, wenn man so nach ein oder zweimal Laufen irgendwie Probleme hat mit dem Laufen, kann man da hingehen und dann kann man den Leuten das erklären und dann wird einem bestimmt auch ganz gut geholfen, dass man da vielleicht einen Tausch machen könnte. Soweit ich das weiß, geht das. Ich wusste es damals erst noch nicht, aber es war dann nicht so schlimm. Ich habe dann den Schuh einfach als normalen alltagstauglichen Schuh benutzt. Dafür geht der super klar und es ist immer noch ein Alltagsschuh von mir. Und ja, manchmal passt es dann leider doch nicht. Dementsprechend bin ich dann zum nächsten Schuh gekommen. New Balance. Andere Marke, andere Form. Wunderbar, aber zu dem später. Bin dann aber auch bei New Balance geblieben und hab mir den geholt. Fresh Form 880. Ja, ein bisschen anders als mein Wolkenschuh Essex, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Aber toll, toller Laufschuh. Hat mir angezogen, hat gepasst, brauchte gar nicht lange überlegen. Sobald ich den angezogen habe, wunderbar losgelaufen. Etliche Kilometer damit gemacht, gar keine Probleme mit gehabt. Und ja, bin dann auch wieder bei der Marke geblieben und habe mir dann das neuere Modell vor kurzem gekauft. Ja, noch nicht so viel Kilometer runter gemacht, verletzungsbedingt leider, aber auch ein 880er New Balance Fresh Form. Das Fresh Form war für die Polsterung im Schuh, war das richtig? Ja, ne? Für die Polsterung. Falls ich es falsch nachgelesen habe oder das falsch im Kopf habe, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Es wird empfohlen, immer mal eine andere Marke zu nehmen, immer nicht immer die gleiche Marke. Ich bin aber eher so, ich ziehe den an und wenn der passt und gut ist und ich gute Ergebnisse oder gute keine negativen Erfahrungen gemacht habe, bleibe ich erstmal bei diesem Schuh. Jetzt kommen wir kurz zu meinem Lieblingsschuh. Und das war der. Das war definitiv dieser Schuh. Ich habe den geliebt. Ehrlich. Und irgendwie habe ich ihn auch noch nicht weggeschmissen, ja? Obwohl er gar nicht in Benutzung ist. Der liegt einfach nur rum. Ich habe den mal sauberer gemacht. Und für zu Hause so ein Homeworkout, glaube ich, habe ich den mal benutzt. Und das ist der Fresh Form Fongo. Ja, ich glaube, das ist richtig Fongo. Mit diesem Schuh habe ich mich enorm schnell gefühlt. Ja, ich habe den angezogen, bin losgelaufen und konnte ich mit dem super Gas geben. Und ja, der hat auch schon ein paar Abnutzungen hier. Ja, aber die Dämmung war dann auch nicht mehr so doll. Deswegen muss ein neuer Schuh her. Ja, irgendwann sind die halt durch. Ich weiß nicht, nach welcher Faustregel das genau geht. Ich glaube, 600 Kilometer oder sowas. Dann ist Schluss. Keine Ahnung. Könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, eure Erfahrungen oder ob ihr sagt, ich laufe lieber einen Schuh so lange, bis einfach gar nichts mehr geht. Egal, was für eine Richtlinie es gibt. Ne? Kann ja sein, solange man sich da drin wohlfühlt, dass es gut funktioniert. Und mit dem Schuh bin ich meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Meinen allerersten Halbmarathon. Und weiß ich nicht, vielleicht hänge ich da so ein bisschen dran, weil das halt ein bisschen so der Schuh ist, so das erste große Ziel, ja, so ein Meilenstein im Laufen ist ja schon so ein Halbmarathon. Ja, 10 Kilometer, klar. 5 Kilometer als Anfänger, super, ja, wenn man das durchgängig laufen kann, ohne einen Herzinfarkt zu kriegen, ey, perfekt. Aber so ein Halbmarathon, also, das war schon toll. Und das habe ich mit diesem Schuh geschafft und ich glaube, deswegen schmeiße ich den auch nicht weg. Ja, würde mich mal interessieren, welche Schuhe ihr so tragt. Also, wie gesagt, New Balance ist für mich, mich persönlich momentan eine gute Marke, die Schuhe herstellen für mein Gewicht, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, ich bin Laie, ja, ich kriege dafür nichts, ja, es ist einfach nur meine persönliche Erfahrung und damit bin ich halt sehr zufrieden. Ja, das sind eigentlich meine Laufschuhe. Meistens benutze ich die immer dann, wenn ich mir ein neues Paar kaufe als Alltagsschuh, weil dafür reichen sie meistens alle Male. Ja, das war's eigentlich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Ich würde mich auf Kommentare freuen, ja, wie ihr das so seht. Ich bedanke mich, wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal, euer Fizzle. Ciao.